Kollewiesia, Hermann Schmittendorf, herzlich willkommen in unserem Programm. Heute berichten wir von der Insel Fehmarn, der drittgrößten deutschen Insel in der Ostsee. Und der Anlass ist ein Besuch der Baustelle des großen Tunnels zwischen deutscher Seite und dänischer Seite. Ein Tunnel, der gemeinsam Eisenbahn und Straßenverkehr vereinen soll und die Verbindung von und nach Skandinavien für Mitteleuropa von Deutschland aus merklich verbessern und verkürzen soll. Die Chance zu diesem Besuch hatte ich durch Teilnahme an einer fachkundlichen Delegationsreise, die organisiert wurde durch das August-Bebel-Institut und den Fachausschuss Mobilität der SPD Berlin für die Möglichkeit der Teilnahme. Danke ich an dieser Stelle ganz herzlich. Ja, ich hoffe, die Reportage wird spannend sein. Mir hat jedenfalls der Aufenthalt dort gefallen und ich fand ihn sehr, sehr instruktiv. Also viel Spaß beim Anschauen des Films. Eine Strandidylle auf der Insel Fehmarn. 18 Kilometer weiter auf der anderen Seite der Ostsee liegt die dänische Insel Lolland mit dem Fährhafen Rødby. Die Straßenverbindung und auch der regionale Bahnverkehr nach Fehmarn laufen seit 1963 über eine Brücke. Zusammen mit der Brückeneröffnung wurde in Puttgarden auf Fehmarn auch ein großer Fährbahnhof in Betrieb genommen. Von hier fuhren in dichtem Zeitabstand Fähren mit Zügen und Straßenfahrzeugen zwischen Puttgarden und Rødby. Der Streckenverlauf entsprach der Fluglinie der Zugvögel. Deshalb wurde auch von der Vogelfluglinie gesprochen. Der Bahnhof hatte von Beginn an eine große Bedeutung, da ein großer Teil des schienengebundenen Güter- und Personenverkehrs von und nach Skandinavien über Puttgarden verschifft wurde. Hiervon zeugen noch heute die ausgedehnten und seit Einstellung des Güterverkehrs über die Vogelfluglinie fast komplett brachliegenden Gleisanlagen. Doch 2019 wurden der internationale Schienenfernverkehr und der Schienengüterverkehr endgültig eingestellt. Seitdem transportieren die Fähren nur noch Straßenfahrzeuge und Fußgänger. Auf der Fähre nach Dänemark erklärte uns der sozialdemokratische Bahnexperte aus Berlin, Jürgen, Geschichte und Zukunft der Bahnverbindung. Vor dem Zweiten Weltkrieg ging der Fährverkehr auch von Hamburg und von Berlin über Rostock-Warnemünde-Geza. Und nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja Warnemünde in der SBZ bzw. der DDR. Und da musste man natürlich zunächst ein Provisorium schaffen. Das ging dann über einen Fährhafen Großenbrode nach Geza. Die Fahrzeit war über 2 Stunden. Und 1963 gab es die erste Verbesserung durch die Vogelfluglinie, in dem auch die neue Brücke gebaut worden ist. Und das führte auch schon mal zu einer Verkürzung der Schnellzüge aus Richtung Frankfurt, München um über 90 Minuten. In den 70er Jahren verlor die Bahn immer mehr Fluggäste, immer mehr Fahrgäste an den Flugverkehr. Und fast 80% der Fahrgäste sind abgewandert und so braucht man heute eine schnelle Verbindung, damit man in vier Stunden von Berlin nach Kopenhagen und in 3 Stunden von Hamburg nach Kopenhagen kommt. Die Lösung soll der Bau eines Straßen- und Eisenbahntunnels unter dem Fehmarnbelt werden. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf etwa 8 Milliarden Euro. Eine Lösung wird auch von der Güterverkehrsbranche erwartet. Im Jahr 2010 wurden mehr als 11 Millionen Tonnen Güter auf der Vogelfluglinie transportiert. Derzeit erreichen Züge aus Skandinavien Deutschland nur auf einem Umweg durch ganz Dänemark und den Norden Deutschlands.
Das ist ein wichtiges Projekt, die Vogelfluglinie, der neue Tunnel von Rottby nach Puttgarden, damit auch mehr Verkehr vom Fliegen auf die Schiene verlagert werden kann. Denn mit dem Tunnel, wenn er fertiggestellt ist, kann die Fahrzeit um über 2 Stunden verkürzt werden. Das ist jetzt besser kalkulierbar, weil wir haben die schwierige Phase des Planfeststellungsverfahrens durchschritten. Wir haben Baurecht und die Dänen sind schon weiter. Auf dänischer Seite wird gebaut und bisher sieht es so aus, als wenn der Tunnel im Jahre 2029 fertig ist. Auf deutscher Seite sahen wir nur eine Bohrplattform im Wasser, welche die Beschaffenheit des Bodens an der geplanten Baustelle für den Tunnel untersucht. In den dänischen Gewässern waren schon mehrere Baggerschiffe beim Ausheben des Grabens, in welchen unter Wasser der Tunnel verlegt werden soll. Das ausgehobene Erdreich wird an Land wieder aufgeschüttet. So soll dort das Festland um 500 Meter weiter als jetzt ins Meer reichen. Wer kennt sich mit solchen Arbeiten am besten aus? Richtig, die Holländer. Deshalb sind auch niederländische Fachleute an den Arbeiten beteiligt. Es werden schnelle Züge sein, die in Dänemark über 200 Stundenkilometer, also teilweise 250 Stundenkilometer verkehren, in Deutschland nur 160, aber das ist ja auch schon ein Fortschritt. Und wir werden eine zweigleisige elektrifizierte Strecke zwischen Puttgarden und Lübeck haben. Und es gibt schon die ersten Ausschreibungen, Gespräche der dänischen Staatsbahn mit der Schienenfahrzeugindustrie. Und es sieht so aus, als wenn Siemens sehr viele ICE-Fahrzeuge liefern wird. Das sind zwei Systemzüge von der Stromspannung. Die Strecke wird von Anfang an auf ETCS ausgestattet. Und damit entfällt das Problem der unterschiedlichen Zugsicherungssysteme. Die meisten Züge werden in Hamburg enden, aber die DB Fernverkehr überlegt durchaus auch einige Züge über die Abkürzung von Lübeck, Schwerin, Ludwigslust zu führen. In Bad Klein müsste noch die Verbindungskurve realisiert werden. Die hat aber im Bundesverkehrswegeplan einen sehr guten Wert im standardisierten Bewertungsverfahren. Wenn alles gut geht, wird auch diese Strecke zeitnah auch in Betrieb gehen. Ja, da hätte man eine Abkürzung, braucht man nicht über Hamburg zu fahren. Die Züge werden in Ludwigslust abbiegen. Gleichzeitig wäre die Landeshauptstadt Schwerin angebunden. Hamburg ist ja schon jetzt ein sehr überlasteter Bahnhof. Es würde auch zur Entlastung von Hamburg Hauptbahnhof beitragen. Generalinvestor des Tunnels ist die dänisch-deutsche Gesellschaft Femern AS. Ein großes Modell zeigte im Querschnitt den geplanten Tunnel, aber auch die auf dänischer Seite über dem Tunnel an Land entstehenden Bauwerke. Wichtig ist die Fabrik mit der Größe von 140 Fußballfeldern, in der die Tunnelsegmente vor Ort angefertigt werden sollen. Die 79 Standardelemente mit einer Länge von 217 Metern und 10 kürzere Spezialelemente werden dann an die Stelle im Belt gebracht, wo sie ins Meer abgesenkt und miteinander verbunden werden. Ich glaube, ich kann Ihnen sagen, Sie werden wirklich einen guten Eindruck bekommen, beeindruckt sein, es ist schon viel passiert. Insofern herzlich willkommen, ich freue mich nochmals, dass Sie hier sind. Ich freue mich gleich, dass wir mit unserem alten Infosender kurz nochmal über das Projekt reden können, bevor Sie dann rausfahren. Der Direktor für Deutschland von Femern AS gehört zur dänischen Minderheit in Norddeutschland. So ist er die ideale Besetzung für seine Position, weil er die Mentalitäten beider Seiten versteht. Wie wichtig dieser Tunnel für Dänemark und Skandinavien ist, verdeutlicht die Tatsache, dass das kleine Land die gesamten Kosten bis zum Tunnelausgang in Deutschland trägt. Deutschland wird für die modernisierte Weiterführung von Autobahnen und Gleisen etwa 2 Milliarden Euro ausgeben. Das ist ein Viertel der dänischen Ausgaben. Deshalb sollen die neuen Bauten möglichst lange genutzt werden. Dazu gehört auch ein Arbeitshafen mit der Größe von 500.000 Quadratmetern, doppelt so groß wie der jetzt bestehende Hafen von Rødbyhavn. Hier werden die Materialien für den Bau der Tunnelelemente per Schiff angeliefert. Wenn dieser Tunnel fertig sein wird, sollen Hafen und Fabrik für den Bau der Elemente für andere Tunnel genutzt werden. Dänemark liebt Tunnel. Man ist überzeugt, dass ein Tunnel ein kleinerer Eingriff in die Natur ist als der Bau von Brücken. Und die neu zu schaffende Landfläche soll als Natur- und Erholungsgebiet genutzt werden.
Mit dem Bus fahren wir vom Informationszentrum zur nahegelegenen Baustelle für Tunneleingang und den neuen Hafen. Von einer Brücke sehen wir die alten Rangiergleise aus der Zeit, als hier der Zug noch mit der Fähre fuhr. Das ist eine imponierende Anlage, heute leider nur noch mit musealem Charakter. Und jetzt zeigen wir einige Eindrücke von den Bauarbeiten. Man sieht, hier wird mit Hochdruck gearbeitet, um den Zeitplan einzuhalten. Alleine in der Betonfabrik für die Tunnelelemente werden mehrere tausend Personen beschäftigt sein. Das wird somit einer der größten Produktionsstandorte in ganz Dänemark sein. Der Tunnelbau ist ohne Zweifel eine große Maschine zur Ankurbelung der Konjunktur. Nach 28 Jahren soll sich die Investition amortisiert haben, dann erhofft sich Dänemark ständigen Gewinn aus der Mauteinnahme. Die maximale Tiefe des Fehmarnbelts beträgt 35 Meter und die Außenhöhe des Tunnels etwa 9 bis 10 Meter. Daher muss der Graben an der tiefsten Stelle über 45 Meter unter der Wasserlinie liegen. Die vorgefertigten Betonelemente werden jeweils 73.000 Tonnen wiegen. Der Tunnel wird zwei Bahngleise, zwei zweispurige Fahrbahnen und eine Rettungsröhre umfassen. Der Tunnel ist so konstruiert, dass laufende Unterhaltungsarbeiten ohne Sperrung einer Fahrbahn geleistet werden können. Autos werden den Tunnel bei einer Höchstgeschwindigkeit von 110 Stundenkilometern innerhalb von 10 Minuten durchqueren. Züge dürfen im Tunnel 200 Stundenkilometer fahren und brauchen dann für die Passage nur 7 Minuten. Der Tunnel und seine Systeme werden mit Ökostrom betrieben. Es wird ein Tunnel der Superlative, der längste Absenktunnel der Welt, der längste und tiefste Straße-Schienentunnel der Welt. Planer gehen davon aus, dass durch den Tunnel die Zahl der Passagiere im Zugverkehr zwischen Skandinavien und Mitteleuropa auf bis zu 1,4 Millionen im Jahr 2030 ansteigt. Ohne den Tunnel wären es dann nur 739.000 Reisende jährlich. Im Schienengüterverkehr könnte das für 2030 prognostizierte Transportvolumen durch die neue Unterwasserverbindung auf über 10 Millionen Tonnen ansteigen. Ohne den Tunnel wird ein um rund 150.000 Tonnen pro Jahr geringeres Volumen vorhergesagt. Deutschland plant die Fehmarn-Beltquerung über eine zweigleisige, elektrifizierte, rund 88 Kilometer lange Trasse zwischen Lübeck und Puttgarten anzubinden. Sie soll nur zu rund einem Viertel auf der bestehenden Trasse zwischen den beiden Städten verlaufen und ansonsten neu trassiert werden. Zwischen der Insel Fehmarn und dem deutschen Festland soll ebenfalls ein kleinerer Absenktunnel gebaut werden. Bis es soweit ist, wird noch viel zu tun sein. Fürs Erste fuhren wir von Fehmarn traditionell mit dem Zug über die Brücke zurück. Die im Infozentrum ausgehängten Karten zeigen deutlich die Kürzung der Fahrtstrecke durch den geplanten Tunnel. Und auf Rødby wird weiter fleißig gebaut, vorsichtshalber mit einem Rettungsring. Für heute ist das alles in unserem Programm. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.